Willkommen im Holzwerkraum. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In dem Video soll es um das Thema Japanhobel gehen. Ich hatte letztens einen alten Holzhobel restauriert. Das ist mir dann auch ganz gut gelungen. Das Video dazu verlinke ich euch hier oben in der Ecke. Bei der Aktion kam mir dann auch die Idee, ich könnte mich ja dann auch mal an einem Japanhobel probieren. Wer sich mit dem Thema auch schon mal auseinandergesetzt hat, weiß, dass Japanhobel ja nicht betriebsbereit in der Box sind, sondern dass man hier einige Einstellarbeiten noch vornehmen muss, bevor dieser dann auch das erste Mal benutzt werden kann. So muss man zum Beispiel den Hobelkörper anpassen, man muss das Hobeleisen in den Hobel selbst einpassen, den Hobel auch noch mal an der Sohle ein bisschen nacharbeiten. Da ist einiges zu machen. Wenn ihr wissen wollt, ob das mir an meinem ersten Japanhobel gelingt und auf welche Schwierigkeiten ich stoße und ob der Hobel zum Schluss mit einem Veritas-Hobel mithalten kann oder gar besser ist, der bleibt dran, denn nach dem Intro geht's los. Ich habe mal wieder an meiner kleinen Hobelbank Platz genommen. Für das Herrichten von so einem Japanhobel braucht man einiges an Werkzeug. Ich habe euch das hier mal auf dem Tisch schon mal so bereitgelegt, damit ihr mal seht, was da alles notwendig ist. Ich habe mir hier für meinen Einstieg in die Japanhobel bei Diktum einen sogenannten Schlichthobel für Einsteiger geholt. Der wird hier in so einer kleinen Pappkiste geliefert. Man hat zwei Beschreibungen dabei, die von Carl Svensson sein soll. Einmal in Englisch, wohl das Original, und dann auch nochmal von Diktum ins Deutsche übersetzt. Und ihr seht gerade, das ist ja ein Nachdruck aus der Zeitschrift Fine Woodworking aus Dezember 2000. Der kleine Holzhobel hier, also Japanhobel, wird hier im Prinzip augenscheinlich fertig geliefert, muss aber entsprechend hergerichtet werden. Ich werde mich bei dem Herrichten von diesem Japanhobel an der Videoreihe von Diktum von dem Peter Lanz orientieren. Da hat Diktum mal vor ein, zwei Jahren ein sehr schönes Tutorial auf YouTube veröffentlicht. Das habe ich mir hier im Vorfeld mehrmals angeschaut. Als erstes wird es darum gehen, das Eisen erstmal die Spiegelseite abzurichten. Dafür braucht man schon mal hier die Diamantschleifsteine, die ich verwenden werde. Dann muss der Hobelkörper angepasst werden. Dafür braucht man dann zum Beispiel auch sehr gute scharfe Stecheisen. Der Hobelkörper ist gegebenenfalls auch nicht plan, sodass er dann nochmal abgerichtet werden muss. Soll man mit Ziehklingen machen können, die habe ich hier drin. Ich habe ja letztens erst euch gezeigt, wie man Ziehklingen mit einem kleinen Jig gut scharf bekommen kann, beziehungsweise den Grat anziehen kann. Das Video verlinke ich euch hier oben in der Ecke. Dann braucht man noch einen möglichst gerade, also eine Richtlatte oder ein Haarlineal. Ich habe mir hier ein Haarlineal besorgt, um zu schauen, wie der Hobelkörper denn aussieht. Und hoffe mal, dass ich dann zum Schluss einen einsatzfähigen Japanhobel hinbekomme. Der erste Schritt wird nun sein, dass ich zuerst mal hier das Hobeleisen, die Spiegelseite, abrichte. Und dazu sehen wir uns an der anderen Werkbank. Im ersten Schritt geht es also darum, diese Spiegelseite hier abzurichten. Ich zeige es euch mal ein bisschen dichter. Die sieht augenscheinlich erstmal ganz gut aus. Aber wenn ich sie jetzt hier mal über die Diamantschleifsteine ziehe, werden wir sehen, ob es auch tatsächlich plan ist. Ich zeige euch mal ein Zwischenergebnis. Ich musste dann doch etwas mehr abschleifen, als ich anfangs gedacht habe. Es gibt ja hier diese Diamantschleifsteine oder auch Banksteine genannt. Hier bei diesen DMT-Steinen ist es in Farben sortiert. Von schwarz, das ist sehr grob, über blau auf grob. Dann rot fein und danach kommt dann sehr fein oder extra fein. Und als Diamantstein habe ich dann sogar hier noch mir einen extra fein geholt.
Das würde dann so ungefähr einer Körnung von 5000 entsprechen. Ich bin jetzt hier gerade bei Grün angekommen und man sieht, es wird jetzt schon überall schönes, frisches Schliffbild. Und ihr seht auch, dass hier einiges an dem vorderen Bereich weggegangen ist. Ich mache den jetzt fertig und dann kann es mit dem nächsten Schritt am Hobelkörper weitergehen. Die Spiegelseite habe ich nun an dem Eisen richtig schön hinbekommen. Ich blende euch mal hier ein Bild ein, wie es im Detail aussieht. Der nächste Arbeitsschritt ist nun, das Eisen hier in dem Hobelkörper einzupassen. Dazu führt man das Hobeleisen mit der Spiegelseite nach oben ein und kann erstmal so schauen, wie es aussieht und wie es wackelt. Oh ja, wackelt halt einiges. Und ich glaube, ich habe nach unten hin nur noch wenig Spiel, dass es unten rauskommt. Da muss man halt jetzt aufpassen, dass man es da nicht zu weit treibt. Aber ich denke, hier ist wenig Spielraum noch da, um das Hobeleisen einzupassen. Da hat aber Peter Lanz in der Videoreihe von Diktum auch schon darauf hingewiesen, dass die Einsteiger Japanhobel da eben nicht so gut gefertigt sind wie die höherwertigen. Aber mal schauen, ob wir den hier hinkriegen. Zum Einpassen soll man hier beide Seiten mit Bleistift markieren, damit man dann entsprechende Abriebspuren in den Nuten sieht. Ich bin hier unten schon ziemlich dicht an der Hobelsohle dran. Ich würde sagen, da habe ich vielleicht noch 2 mm. Hier seht ihr den ganz feinen Abrieb, den das Eisen hinterlassen hat, und den muss man jetzt ganz vorsichtig abnehmen. Ich habe jetzt hier relativ wenig Möglichkeiten, die Nuten noch besser einzustellen, weil wenn ich jetzt hier das Eisen einschlage, dann bin ich hier im Prinzip schon kurz vor Abnahme und ich habe hier trotzdem noch Spiel drinne. Ich kann das gar nicht weiter einpassen, weil ich sonst unten mit dem Eisen rausschaue. Als nächsten Punkt passt man hier das Hobelbett an. Dafür wird dann auch die Rückseite hier mal eingeschwärzt. Man sieht jetzt aber hier schon, dass er in der Mitte aufsetzt. Und da ich ja eh schon recht wenig Spiel habe, glaube ich, dass ich da gar nichts nachbessern kann, ohne dass der Hobel unten oder das Hobelmesser unten rausschaut. Ich habe mich jetzt doch entschlossen, hier ein bisschen von wegzunehmen, da das Eisen sowieso schon zu tief geht. Dann versuche ich hier mal die Auflage ein bisschen breiter zu bekommen. Beziehungsweise ich nehme das jetzt nur weg und werde dann dem Ratschlag von Peter Lanz folgen und hier auf der Fläche ein Stück Papier aufkleben, weil ich eben schon mal ausprobiert habe, dass das Eisen mir hier schon zu weit nach unten durchrutscht und ich das gar nicht mehr richtig klemmen kann. Ich habe jetzt die Anpassungen hinten an dem Bettungswinkel oder an dem Hobeleisenbett quasi abgeschlossen. Man sieht jetzt, dass es relativ gut überall flächig anliegt. Nachdem nun der Hobelkasten mit dem Hobeleisen angepasst wurde, was ja durchaus nervig war, steht jetzt als nächster Punkt das Schleifen von dem Hobeleisen an und dann im Anschluss auch das Anpassen der Kappe, also des Spanbrechers. Also zurück an die Werkbank, zur Schleifstation und das Hobeleisen quasi jetzt hier oben, quasi die Schneide geschliffen, weil die Spiegelseite ist ja schon. Ich habe nun das Hobeleisen fertig durchgeschärft. Im letzten Durchgang habe ich dann hier auf dem 8000er Wasserstein noch quasi poliert. Und der beliebte Schärfetest ist ja Haare rasieren. Und wie ihr seht, könnte man dafür nehmen. Also, das ist schon mal sehr gut geworden. Jetzt geht es dran, die Kappe anzupassen. Da schauen wir mal, wie es mit der aussieht. Aber das Hobeleisen, das ist schon mal schön. Hier seht ihr mal, wie weit auch die Klappe schmaler ist als die Schnittbreite des Eisens. Das muss ja auch eingepasst werden. Und da ich ja sowieso hier noch ein Stück rausnehmen muss, wegen der Hobelmaulbreite, werde ich das hier gleich an die Kappe anpassen. Und da das so viel ist,
werde ich das auch mit einer Metallfeile machen. Das Ganze spanne ich mir hier jetzt in dem Schraubstock ein und dann munter drauf losgefeilt. Augenscheinlich hat das Eisen meine Feile kaputt gemacht, weil wenn ich jetzt hier mal mit einem Stück Holz rübergehe, seht ihr, das ist da, wo es gefeilt hat, da ist es glatt und hinten, beziehungsweise als ich nicht gefeilt habe, da ist noch eine Rauheit da. Das heißt, die Feile war zu weich fürs Eisen. Ist ja auch mal was. Jetzt ist zu prüfen, ob die Kappe auf dem Hobeleisen hier auf der Spiegelseite plan aufliegt. Und zwar muss jetzt die Kappe so hingelegt werden, wie sie im Prinzip dann auch auf dem Hobeleisen liegt, quasi hier auch mit dem Abstand zur Schneide. Hier ungefähr drückt ja dann der Nagel rauf. Und jetzt, ihr hört, die Ecke klappert. Die Ecke hier, der Winkel, der muss also nü runtergebogen werden. Dafür nimmt man jetzt einen kleinen Amboss und einen brauchbaren Hammer, legt dann die Kante hier ein wenig auf und haut nochmal rauf und muss jetzt im Prinzip immer wieder prüfen, klappert es noch? Klappert noch oder also muss er noch ein Stück weiter runter. Die Klinge oder sagen wir mal die Phase von der Kappe muss ja auch geschärft werden. Und hier seht ihr mal, wie unsauber der Rohzustand war. Hier oben rechts hat es noch nicht gegriffen und hier der ganze linke Eckenbereich auch noch nicht. Dadurch, dass diese Kappe so klein ist, muss die per Hand geschliffen werden, also per Handführung. Und das ist natürlich auch nochmal ein bisschen anstrengend, weil die Kappe relativ klein ist. Ich habe die Spiegelkappe jetzt nochmal komplett abgerichtet und geschärft. Das war ja hier an der Schleifstation eben gerade auch noch ein Krampf gewesen, hier die Phase ordentlich anzuschleifen. Danach war dann nochmal zu prüfen, ob jetzt die Kappe wieder plan auf der Spiegelseite von dem Hobeleisen aufliegt. Dem war so, so musste ich da nichts nachbessern. Damit ist jetzt die schmutzige Arbeit an dem Einstellen von dem Japanhobel beendet. Ihr habt ja gesehen, wie zwischenzeitlich meine Hände aussahen. Das ist ja wirklich eine Sauerei gewesen. Jetzt geht es dazu über, den Hobelkörper sich anzuschauen, insbesondere die Sohle. Ich blende euch hier oben mal eine Grafik ein, wie das mit der Hobelsohle aussehen soll. Im Normalfall soll es so sein, dass wir hier einen Auflagepunkt haben, dann kurz vor dem Hobelmaul. Und wenn man den nicht als Putzhobel in der ganz feinen Stufe verwenden will, soll der Hobelkörper auch noch hier hinten in dem Bereich aufliegen. Das heißt, dieser Bereich kurz vorm Hobelmaul und hier hinten muss absolut plan zueinander sein und auf einer Ebene liegen. Und in den Zwischenbereichen soll eine ganz kleine Mulde oder Aushöhlung sein, damit der Hobel weniger Auflage hat und somit im Prinzip weniger Reibung beim Hobeln erzeugt. Das habe ich euch dann mal hier in der untersten Grafik gezeigt, wie das aussehen soll. Das Ganze überprüfe ich hier mit einem Haarlineal. Das ist hier nach DIN 874, also extrem genau. Das ist 0,004 mm Abweichung. Ich blende euch nebenbei mal Detailbilder ein, wie es aussieht. Hier in Längsrichtung hat er quasi hinter dem Hobelmaul durchgehend einen Spalt und das über die gesamte Länge. Wäre an sich nicht schlecht, wenn man den quasi als extrem feinen Putzhobel einstellen will. Und quer zur Richtung ist er leicht bauchig. Ja, leicht bauchig. Heißt, ich habe hier quasi eine Mulde drin. An den Ecken liegt er auf, an den Kanten. Und in der Mitte ist er im Prinzip ein leichter Lichtspalt zu sehen. Ich werde das jetzt so machen, dass ich, das ist ja wirklich ganz wenig, wie es hier durchhängt, Hobeleisen ist zurückgezogen.
Ich werde jetzt hier mit dem ganz fein eingestellten Veritas-Hobel die Seiten plan ziehen und im Prinzip erstmal die gesamte Hobelsohle plan abrichten und danach dann quasi hier die Bereiche aushöhlen. Ich kann euch jetzt auch nicht sagen, ob es die sinnigste Variante ist, das Ganze hier ganz fein mit einem Handhobel abzurichten. Ihr seht, ich habe hier wirklich einen Hauch von Abnahme. Und da seht ihr im Prinzip hier auch den Unterschied. Ich nehme jetzt hier wirklich mit dem Hobel hauchzart ab und richte mir darüber halt jetzt eben die Sohle ab. Das Hobeleisen ist ordentlich zurückgesetzt, da komme ich nicht ran. Schaut euch an, ich habe hier echt super dünne Hobelspäne nur abgenommen. Jetzt ist die ganze Fläche erstmal super glatt von der Oberfläche und vorne super plan, hinten in der Mitte vorm Hobelmaul super gerade und hinten auch. Jetzt muss es nur noch in der Länge passen. Das sieht auch sehr gut aus. Ja. Hier ist an der Stelle ein Hauch von Spalt zu sehen. Ach ja, komm, das ist jetzt echt egal. Die drei sehen gut aus. Jetzt zeichne ich mir hier die Flächen an, wo der Hobel eigentlich nur aufliegen soll. Ich habe mir hier von Linielsen eine Ziehklinge besorgt und die dann geschärft. Im Prinzip so, wie es ja euch in dem Video, was ich euch rechts oben hier in der Ecke mal verlinke, gezeigt habe. Und jetzt wird im Prinzip hier schön an der Kante angefangen und einfach mal zur Mitte hin immer schön abgezogen. Nachdem ich nun hier an dem Japanhobel auch diese Zwischenbereiche mit der Ziehklinge ein bisschen ausgehöhlt habe, habe ich dann im Anschluss noch diesen Japanhobel hier mit der Ziehklinge ein bisschen die Oberfläche nachbearbeitet, damit er wieder halbwegs ordentlich aussieht. Der ist ja durch diese ganzen Einstellarbeiten, insbesondere hier mit dem Bleistift und dem Einpassen von dem Hobeleisen, ganz schön dreckig geworden. Jetzt steht der finale Test aus, ob er jetzt tatsächlich so gut ist, wie gesagt wird, beziehungsweise ob ich ihn so gut eingestellt bekommen habe, dass er hier mit so einem Veritas Flachwinkelhobel mithalten kann. Der Japanhobel hat ja hier einen Bettungswinkel und das ist ja gleich der Schnittwinkel von 45 Grad. Ich habe hier ein 35er Eisen drin, bin ich also bei 47 Grad, sodass das ja dann im Prinzip auch vergleichbar wäre. Zum Test hole ich euch mal dichter an die Hobelbank ran. Als erstes nehmen wir hier mal jetzt den Japanhobel. Ich habe den jetzt natürlich schon komplett eingestellt. Das war auch wieder ein ganzes Stück Arbeit, den einzustellen, dass er jetzt gleich so dünn hobelt, wie er es wohl machen wird. Vor allen Dingen habe ich auch ein kleines Problem, weil wohl hier der Bettungsgrund nicht so schön geworden ist, wie er wohl sein könnte. Da hatte ich ja mit diesem Papier einkleben und so weiter ein bisschen Probleme. Und da denke ich, dass daran auch das Problem liegt, dass ich das Hobeleisen jetzt relativ schwer zur Hobelsohle parallel eingerichtet kriege. Aber sei es drum. Ihr seht, er funktioniert, allerdings jetzt noch ein bisschen dick. Ich habe ihn jetzt nochmal nachgestellt. Und ihr seht, jetzt greift er ordentlich. Das ist ein guter, dünner Span. Und auch nahezu über die gesamte Breite. Ich hatte hier diesen Douglasie-Holzstab vorher abgerichtet,
So, also das ist das, was ich mit dem Japanhobel hier hinbekomme. Mal schauen, wie dick es ist. So, wir kriegen hier 0,11 hin. Das ist noch nicht sonderlich dünn. Mal schauen, ob ich das jetzt noch ein bisschen dünner hinkriege. So, jetzt haben wir 0,08. So, das ist im Prinzip das, was man jetzt hier hinbekommt. Also besser wird es nicht. Jetzt hätten wir sogar 0,07. Und jetzt zum Vergleich der Veritas-Hobel. Der Japanhobel lief auf Zug und jetzt muss ich natürlich auf Schub mit dem normalen Hobel arbeiten. Ich stelle den erstmal komplett zurück, sodass ich keine Abnahme habe. Und jetzt kann ich ganz fein nachstellen. Kann ich dann nebenbei auch gleich mal noch ein bisschen abrichten. So. So, jetzt haben wir hier auch einen brauchbaren Span. Das Stück Holz ist jetzt durch den Japanhobel auch nicht einwandfrei abgerichtet mehr. So, der erste Versuch ist bei 0,10 auf der quasi hier rechten Seite und links sind wir bei 0,06. Da müssen wir jetzt also erstmal hier noch die Seite hier ein bisschen plan kriegen. So. Und jetzt können wir mal ein bisschen mit der Stärke runtergehen. So, das ist mit einfachen Einstellen die Dicke, die der Hobel jetzt hinbekommen hat, 0,04. Und auf der anderen Seite sind wir noch bei 0,07. Komme ich nun mal zu einem Fazit zu dem Thema Japanhobel hier. Ihr habt ja gesehen, dass ich mit dem Einstellen des Hobeleisens hier in dem Hobelkörper einige Probleme hatte. Das lief auch nicht so gut, wie man es vielleicht hinbekommen kann. Aber das ist ja mein erster Japanhobel gewesen. Ich war jetzt nicht großartig von diesem Einsteigermodell überzeugt, weil auch die Einstellmöglichkeiten arg eingeschränkt waren hinsichtlich dem, wie quasi der Grundzustand war. Theoretisch hätte ich jetzt ganz gerne hier die Nuten besser ausgearbeitet. Das ging nicht mehr, weil da kein Raum mehr war oder kein Material mehr da war, was hätte weggenommen werden können, ohne dass das Eisen durchrutscht. Hinten an dem Bettungswinkel bzw. an der Hobeleisenbettung war auch wenig Material, da musste ich ja sogar das Papier nachkleben. Dann habt ihr gesehen, dass mir beim Anpassen der Spiegelkappe auf das Hobeleisen und auch beim Anpassen ans Hobelmaul sogar noch eine Feile draufgegangen ist, weil wohl die Feile weniger hart war als das Eisen selber. Insgesamt hat das Ganze gar keinen Spaß gemacht, den hier jetzt herzurichten. Und das Ergebnis ist jetzt auch nicht überzeugend. Ihr habt es eben noch gesehen gehabt, er kriegt mit viel Einstellmühe, kriegt er halt ein brauchbares Ergebnis hin von ungefähr 0,08 bis 0,04 mm waren es. Und wenn man da zum Vergleich hier diesen Veritas Flachwinkelhobel nimmt, der hier der Größe Nummer 4 nach Stanley entspricht, das ist ja dann, wenn man sich das hier mal anschaut, nahezu vergleichbar. Mit gleichem Schnittwinkel, und das Eisen war jetzt nicht frisch geschärft, hat der Hobel problemlos mit dem Japanhobel mithalten können. Und vor allen Dingen die Spanabnahme, die ist halt bei diesen Flachwinkelhobeln deutlich besser, einfacher einzustellen als an diesem Japanhobel. Das ist für mich immer wieder ein Krampf, einen Holzhobel fein einzustellen. Und das war hier bei dem Japanhobel, der ja grundlegend auch ein Holzhobel ist, nicht anders. Von daher,
Der hat mich zwar nur 73 Euro in Anführungszeichen gekostet und war eine nette Erfahrung. Ich würde aber nicht auf die Idee kommen wollen, mir jetzt einen Premium-Japan-Hobel zu holen, um den einzurichten, der dann ab 250 Euro aufwärts losgeht. Da kaufe ich mir dann doch lieber wieder einen Flachwinkelhobel mit einem entsprechenden Eisen. Das ist meine Empfehlung an euch. Kann man machen, muss man aber nicht. Und von mir persönlich keine Kaufempfehlung, auf Japanhobel zu gehen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von Japanhobeln haltet, was ihr dafür Erfahrungen gemacht habt. Ich werde demnächst mal auf das Thema Bankhobel im Allgemeinen eingehen. Wenn ihr das Thema nicht verpassen wollt, dann wäre jetzt der Zeitpunkt gekommen, ein Abo dazulassen. In diesem Sinne, bis die Tage, euer Christian.